Servus, le grüßt euch. Der Nameless und ich sind schon mittendrin. Schön, dass ihr da seid. Hoffe, ihr seid gut ins Wochenende. Guck mal, wie der den Baumstamm da hinten rumschiebt. Ich habe nochmal eine Dynamitstange reingeschmissen. Ich war kurz in der Stadt, habe Dynamit besorgt, weil ich gerade am Holzfällen war. Dachte ich, komm, renn's kurz rüber, dass wir hier fertig werden, weil ich habe das neu angezeichnet, Leute. Und es ist jetzt größer geworden. Es waren 200 Stämme. 120 habe ich schon mal verbaut. Ihr sollt da runterfliegen, weißt du? So ein Leguan hätte ich schon unten. Alter, komm her. Flieg. So sieht es jetzt aus, ne? Es ist etwas größer geworden. Rechts ist es offen, also wir können tatsächlich rein. Wir können tatsächlich rein unsere Wegen reinstellen. Ich wollte eigentlich das von der Größe so, dass die drei Wegen reinpassen. Jetzt können wir noch 10 bauen. So, ich muss hier ein bisschen das Ohr aufhalten. Ich habe gerade gesprengt, ne? Da weiß man ja nie, ob die da gleich ins Eck sind. Eine Sprengung machen wir noch. Wir kommen recht nah ans Ende heute, denke ich, von der Plattform. Und dann müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Ich möchte natürlich Katapulte oben drauf haben. Ich möchte ein Haus oben drauf setzen. Ja, also das sollen auch tatsächlich dann, das kleine, nicht die komplette Fläche, ne? Aber schon mindestens die Hälfte großen Haus, zweistöckig. Wahrscheinlich mittig. Außenrum möchte ich einen schönen Zaun mal machen, habe ich mir vorgestellt. Und Katapulte. Katapulte müssen auch drauf. Ein kleiner Steg hier rüber vielleicht. Auch auf die Gefahr hin, dass sie dann rüberkommen können. Ja? Da müssen wir mal gucken. Aber ich möchte natürlich hier auch Spikes setzen, so Normandie-mäßig wieder. Und möchte auch Fallen zwischen die Spikes reinhauen, weißt du? Ich denke mal, dass das hier früher oder später eh unser Schlachtfeld wird. Guck mal, hast du gesehen, wie der den Baumstamm wegschiebt? Hier, au, ja, Stärke, müssen wir gleich mal gucken. Sieht aber nicht gut aus bei mir. Ich war mal wieder schlafen, bevor der Mond überhaupt auch nur gezuckt hat. Und dann habe ich einmal Essen vergessen. Da ist natürlich das wieder gedroppt. Also Schokoriegel und Süßwasser habe ich mir bis jetzt fleißig verkniffen. Habe auch immer mit Bären gearbeitet, aber so richtig im Griff habe ich es halt noch nicht. Lass mal reingucken. Siehst du, 21 fallend. Gewicht und so, okay, sage ich nichts. Athletik ist auch irgendwie immer noch, ne, kurz vor der Gicht. So, Leute. Wie viel haben wir denn hier noch? Naja, gut. Ich sehe es auch nicht ganz so tragisch. Solange wir es probieren, werden wir immer den Wert zumindest einigermaßen halten. Ich habe auch ganz viele Bäume eigentlich gefällt gehabt, bevor ich jetzt die Dynamitstange hier schmiss. Aber mit Schlafen kann man sich doch einiges versauen, wenn man nicht aufpasst, ne? Und ich bin halt so ein Schussel, ihr kennt mich ja. Ruckzuck ist da mal was vergessen. Habe ich alles eingesammelt hier? Zwar ein neues Update, ne? Muss ich irgendwas wissen? Muss ich irgendwas wissen? Ah, da ist noch einer. Guck. Guck, den hat nämlich der Leguan hier rüber getrieben. Normalerweise, also die Echsenhaut, die müsste normalerweise stärker sein als Knochenrüstung. So wie die Leguane. Guck mal. Schnell sind sie auch. So, dann verbauen wir das mal. Dann schauen wir mal, wie viel wir noch offen haben, oder? Komm. Bevor die Leguane alles mitnehmen. Es ist immer noch so ein bisschen tricky hier. Ah, hier war es. Na? Düm-düm-düm. Ist das ein Riesending, Alterle? Da war ich beim Einzeichnen mutig. Als dann da 208 Stämme stand, habe ich auch schon überlegt, komm, reiß es ab. Reiß es ab, erklär, dass wir nur ein Zelt brauchen. Jetzt will ich aber einmal so ein Riesending bauen hier, ne? Das gehört ja auch mal dazu. So. Ist da vorne jemand? Nee. Sodale. Sind immer noch 66 Stück, hier liegen noch zwei. Mit jedem wird es weniger. Wauhutscha. La 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 la. Hier habe ich auch ganz, ne, ganz stolz, habe ich hier vorne gedacht, ja, machst du mal die Dinger voll, setz noch welche dazu. Jetzt sind sie alle leer. Aber auch das gehört dazu, dass wir mal irgendwann Vorrat haben. Die werde ich irgendwann füllen, wenn wir so weit alles gebaut haben, weißt du? Dann haben wir ein bisschen Vorrat, falls uns mal geschwind was einfällt. Geh weg. Busch. Busch. Hallo, der sträubt sich aber. Ah, wir haben Sticks voll. Dann gehen wir mal ein paar ablagern. Ne, 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 solange wir durchlaufen können hier, dann müssen wir nämlich in Zukunft außen rum. Guck mal, wie langsam hier, ne? Ich kann. Alter. So, ist das Ding voll? Jo, ist voll. Was machen eigentlich die Hasis? Eins, zwei, drei, vier. Bei mir sind immer noch fünf. Da ist ein großer, ne? Du bist der Kapo, du bist der Hasenkapo. Nicht runterfliegen, Nemi. Okay, wie viel? 64 brauchen wir noch. Hier ist jetzt nichts mehr, was ich schön umfällen will. Dann würde ich sagen, geh mal raus. Geh mal raus, geh mal hoch, schauen wir uns an. Wobei ein paar sollten wir auch mal mit der Hand fällen. Einfach, ja, wegen der Stärke. Leute, wegen der Stärke. Wenn wir uns schon nicht prügeln momentan.
Dann lass uns mal den gelben Wagen schnappen. Das ist mein Ferrari. Ich habe ihn in gelb gezeichnet. Was ich die Tage so überlegt habe, irgendwie war das früher mit den Symbolen viel schlimmer wie heute, ne? Heute ist viel schöner. Die sind ja aus. Die haben wir ja ausgemacht das letzte Mal. Deswegen sehe ich die Wegen auch nicht und die Hütte. Wenn wir mal auf Reisen gehen, mache ich es wieder an, ne? Sonst verlaufen wir uns. Ja, komm, wir machen mal ein, zwei Wagenladungen vollgeschwind. Das sind dann kommen wir ungefähr auf die 40, 44 Hölzer runter, Baumstämme. Und dann schmeißen wir nochmal eine Stange da hoch. Vielleicht schaffen wir das, die Plattform heute fertig zu machen. Da müssen wir ja noch. Eine Leiter muss noch hin, ne? Ich denke mit einer Leiter. Ich möchte eine schöne Leiter haben. Habe ich mir so überlegt. Wo ist der gelbe Wagen? Was siehst du? Siehst du? Wir können ihn auch grün machen. Wir überlassen ihn gelb. Hoch auf dem gelben Wagen. Was ist jetzt? So. Der Voucher verklickt sich gern mal, ne? Das gehört halt so zu mir. Nächster. War noch einer? Ja, da. Ja, jetzt schauen wir halt mal, wie das aussieht, wenn das fertig ist, wie das Häusle dann wird. Wir sind hier wahrscheinlich noch eine ganze Weile am Bauen. Aber ist ja egal, dann wird halt die Staffel ein bisschen länger, weißt du, bevor wir den Timmy dann da rausholen. Das ziehen wir uns einfach, wie wir es brauchen. Lalala. Wir haben ja gefühlt, haben wir ja erst angefangen, obwohl wir schon wieder über die 10. Folge raus sind. Ne? Wir gehen schon auf die 20er zu. Also irgendwie vergeht die Zeit ruckzuck momentan wieder. Bis wir richtig uns dreimal gedreht haben, Leute, ist der Sommer vorbei. Und dann hängen wir wieder da. So. Ich glaube, die gehen wir jetzt gleich mal verschaffen. Hier ist aber auch eine ruhige Stelle, ne? Wenn jetzt nicht gerade der Sonderspawner da drin irgendwann aufgeht, dann sind wir hier richtig gut aufgehoben. Schöne Stelle. War da nicht noch ein vierter, fünfter, sechster? Hallo? Alles kläre, alles kläre. Fahren wir das Ding mal rein. Alter, das guckt oben drüber, weißt du? Hammer. Hammer. Das ist Hammer. Wie du die Base hier baust, das ist Hammer. Nachdem ich die Bilder gesehen habe, die der Sword gepostet hat, ne? Ist das hier eher eine Garage? Ja, guck mal, ich kann es direkt hier. Ich laufe jetzt mal da drin rum. Wie so ein Amokläufer, ne? Hier geht doch wunderbar. 55 Stück. Einen Wagen machen wir noch voll, dann haben wir auch unserer Stärke Genüge getan. Ich muss mich bloß zusammenreißen, dass ich nicht zu früh schlafen gehe. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Wenn wir jetzt noch einen Wagen voll machen, haben wir zwei Bäume. Da, guck mal, da hinten. Hast du gesehen? Der wollte nicht. Den hole ich mir jetzt. Wo ist denn der jetzt hingeflogen? Da ist doch gerade ein Baum. Da ist doch gerade ein Baum rumgehüpft. Hier, guck mal, da liegt er. Alterle. Die Leguane. Ah, jetzt muss man halt irgendwo priorisieren. Jetzt würde ich sagen, wir bleiben an dem Ding dran, bevor wir dann am Strand unten uns zu schaffen machen irgendwann, dass wir mal eins fertig bekommen. Ich muss ja auch noch Spikes setzen, ne? Da kommen wir halt nicht drum rum. Also nicht die kleinen, sondern die richtigen Spikes, damit die auch wirklich abkalten werden, uns den Zaun zu zertrümmern und so, wenn die kommen. So, nimm mal den Stock gleich mit. Jawohl. Schön weiterhämmern. So. Ist jetzt halt eine normale Baurunde. Ganz chillig und gemütlich. Samstagabend, Samstagnachmittag eigentlich. Wir gehen jetzt auch gleich auf die Bank sitzen kurz, dass er sich seine Energie wieder ranholt. Habe ja auch schon wieder vergessen, dass die Bank das kann, weißt du? Hauptsache, wir haben sie gebaut. So. Einmal hier. Und einmal hier. Wir markieren unser Revier. Nein, lassen stecken, nämlich lassen stecken, nicht rausholen und markieren jetzt. So, wir nehmen noch einen kleinen, den da hinten. Dann müsste der Wagen voll sein, dann gehen wir auf die Bank. Dann gehen wir auf die Bank. 55 Stück, das schaffen wir doch jetzt noch, oder? Mit Dynamit auf jeden Fall. Bisschen Vorarbeit habe ich ja geleistet. Ich habe ja schon 100 Stück gesetzt, nachdem ich es abgerissen habe, weißt du? Wie viel hat er mir übrig gelassen? Was haben wir gesetzt? Gab 60, glaube ich, in der ersten Grundversion. Und dann habe ich es abgerissen, dann lagen noch 5 Baumstämme rum. Ja, wo ist gut? Alter, entspann dich, nimm eine Beere. Hast du wenigstens ein bisschen Aufschub? Kurz warten, nämlich es kann nicht mehr. Hey, alter Schwede. Jetzt an deine Grenzen gekommen, mein Freund. So. Läuft mal alles. Ich muss jetzt manchmal gucken, dass das auch richtig eingestellt ist hier. Weil letzthin war wieder so ein grüner Flaggerer drin, weißt du? Halbe Folge haben wir schon. Ah ja, aber wir kommen gut vorwärts, kann man nichts sagen. Oh, ich glaube, jetzt ist der Wagen voll. Die musste von Hand reinbringen, großer.
Nee, super. So. Dass die nicht kommen, wenn ich hier Dynamit schmeiß. Vegan-Modus aus. Das kontrolliere ich immer fleißig vorher, ne? Aber bleib nicht hier hängen. Ist alles ein bisschen eng hier vorne, ne? Wahrscheinlich reiße ich dieses Ding da irgendwann ab. Wenn wir die Hütte haben, dann können wir von da oben runter gucken, ne? Dann brauchen wir das nicht mehr. So. Guck mal, ob der das erwischt hier irgendwo. Oh, nee, das haben wir blöd gesetzt, gell? Er setzt schon oben die Dinger, guck mal. Jo, da freue ich mich. Da freue ich mich. Das Schlimme ist, wir können erstmal noch nicht hoch, solange wir keine Treppe haben. Es sei denn, ich probiere von drüben rüber zu springen. Das können wir machen. Machen wir einen super Jump. Nameless, 45 Stück. Ist ja der Wahnsinn. Hast es bald. Hast es bald, Digga. Jetzt hock dich mal auf die Bank kurz. Hock dich mal ganz kurz auf die Bänkchen. Nee, so rum will ich nicht. Ich will es mehr sehen. Das weißt du aber eigentlich auch. So. Diese Insel, Leute, die holen wir uns irgendwann. Die holen wir uns irgendwann. Da machen wir richtig schön eine Golden Gate Bridge rüber. So, Nemi, das reicht, komm. Dass wir fertig werden, Alter, komm. Drück ein bisschen auf die Tube. Wie sieht es denn jetzt aus mit unserem Wert? Immer noch fallen. Es kann ja gar nicht sein, Alter. Es kann doch gar nicht sein, dass es nur fällt. Ich habe bestimmt. Also meine 5 Baumstämme am Tag habe ich mit Hand, weißt du? So, mal noch. Jetzt wird es eh gleich dunkel. Steht noch einer hier drin, den ich kurz nehmen könnte? Nö. Bin ich jetzt erschrocken, Alter. Hat's mir mal kurz hier die Haut aufgestellt. Jetzt schmeißt er meinen Wagen um. Das sollten sie vielleicht mal wieder in Ordnung bringen. Ich meine, so stark sind die ja nicht wirklich, oder? Ja, komm, dann hol den da vorne ab. Ja! Da gibt es Wasser für den Nameless. Hey Leute, wir sind hier. Da sind nicht ein Feind ist hier gewesen bis jetzt, ne? Ich denke mal, ich muss Feinde schlagen, weißt du, das war was erleben. Aber ich bin eigentlich ganz froh, dass die hier noch nicht waren. So können wir in Ruhe bauen, ne? Wenn man sich überlegt, was beim Keule los war. Da war nichts mit bauen, ne? Ja, die, vielleicht kommen sie noch. Wenn nicht, suchen wir sie irgendwann, weißt du? Ist jetzt auch nicht das Problem. Das war halt drüben, das war schön. An der ersten Stelle unten, also hier vorne, bei der Brücke, die wir gebaut haben, links, da waren wir in der letzten Staffel eine ganze Zeit. Das war richtig cool. Da sind sie nämlich auf einer Seite immer gekommen, auf der anderen nicht. Da haben wir immer schön hin und her pendeln können, wenn wir gewollt haben. Hol mal dein Feuerzeug raus, ich sehe die Stämme, Diggerle. Da ist eins. Und da ist eins. Jetzt wird's dunkel, weißt du, was soll ich denn jetzt machen? Ich sehe hier nichts mehr. Deswegen gehe ich immer so früh schlafen. War nicht noch einer da? Nameless? Nameless! Nö. Hau den hier noch weg. Was ist denn das hier? Sah kurz aus wie ein Wagen, ne? Ist eine Tanne. Komm, den hauen wir noch weg. Jawohl, so mag ich ihn. So habe ich ihn lieb geworden, weißt du? Feuerzeug links, rechts die Axt. Wahrscheinlich noch ganz vorne. Vor der Schneide gepackt und drauf, ne? Nix mit Hebelwirkung und so. Kennt der Nameless nix. Mr. Nameless, heute probieren wir es mal mit dem Vollmond, Digga, oder? Zumindest versuchen können wir es. Ich sag mal, ich habe schon gerade überlegt, ob wir mal davor schleichen kurz. Es ist doch komisch, dass man hier nicht mal den Schrei hört. Die schreien doch immer, weißt du? Was ist das? Lass uns mal kurz. Oh, jetzt regnet es, jetzt wird er gleich wieder frieren. Aber lass uns mal kurz auf den Patrouillenweg runter. Machen wir hier den Laden dichtiger. Sehr schön. So. Weißt du, ein bisschen Zeit haben wir noch. Es ist halt saudunkel gerade. Da machen wir uns jetzt eine Fackel, sobald wir über die Brücke sind. An der Brücke vorbei. Damit er nicht friert, der Arme. So, pass mal auf. Wir schlendern jetzt mal hier runter. Mach das mal zu. Wickel dir mal eine Fackel, Digga. So habt ihr gesagt, ne? Dann brennt sie länger. Wir können ja wegfliegen, wegflüchten. Weißt du, ich will nur mal wissen, ob da noch Feinde sind irgendwo. Wow. Eine Fackel wie diese lohnt sich immer wieder. Es ist durch den Regen jetzt so extrem schnell aus. Warum? Guck mal! Ist es durch den Regen jetzt oder was?
Ja, dann kannst du ja, wenn es jetzt regnet, gar nichts machen. Wie soll denn der sich jetzt wärmen? Ja, da kannst du wieder hochgehen, Alter. Das bringt nichts. Dann schlaf mal lieber und verlieren Stäge, als dass ich jetzt hier mich irgendwo in eine Hütte reinkauere. Also bei aller Liebe, dann sind die lieber ein bisschen schwächer, Leute. Guck mal, hier ist ein Tor. Hier haben wir ein Tor hingesetzt und einen Wagen. Sehr schön, schieb den mal weiter rein. Jetzt müssen wir rein. Das hat ja keinen Wert. Die Fackel geht. Ist das normal? Das war doch sonst nie. Naja, wahrscheinlich gehört es jetzt so. Wo ist der Mond? Der ist in der Mitte, ne? Seht ihr auch, oder? Der ist in der Mitte, eindeutig. Eindeutig. So, komm, fress mal doch ein bisschen was, Diggerle. Hier, ne? Hol dir mal dein Mägele voll. Dann geh mal kurz pennen. Nimm dir gleich mal noch eins mit hoch, das wird eh wieder nicht lang. So. Ich sehe den Mond jetzt momentan. Da ist er. Shit, der ist noch lang nicht oben. Ah, oh, der ist noch lang nicht oben, nämlich. Na, 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 na. Ist doch schon so, dass er jetzt Schaden nimmt, ne, wenn er friert. Das war ja mal eine Zeit lang nicht so. Ey, komm, wir pennen jetzt. Wir pennen jetzt einfach. Ich weiß, dass es nicht ideal ist. Aber ich habe ja was zum Essen dabei. Das heißt, wir können ruckzuck. Hallo? Was ich aber. Ah, guck mal, wir können nur gar nicht pennen. Frierst du hier auch, Digga? Mach mal die Fackel hier an. Mal, hier regnet es ja nicht rein. Da war gar kein Papier drum. Ey, Alter. Ihr wisst, was ich meine, ja. Ist das jetzt ein Bug oder was? Oder soll das jetzt so sein? Boah, Alter, guck mal, du droppst hier die ganze Kacke runter. Chaka. Alter Schwede. Also das Problem ist aber, ich könnte es schon natürlich warten, bis der Mond am Himmel steht und so. Aber das ist dann, ich weiß nicht, ob ich das aufnehmen will, weißt du? Ich muss mal gucken, wie ich das zukünftig mache. Weil jetzt hier 10 Minuten da oben sitzen und warten, bis der Mond und so, das schneiden kann ich nicht. Also kann ich schon, aber das dauert alles viel zu lang sonst. Dann machen wir es lieber mit weniger Stäge. Achten aber grundsätzlich auf unsere Ernährung, weißt du? Und gut ist. Sonst wird es zu viel. Dann muss ich dann genau wissen, zu welcher Tageszeit ich dann die Aufnahme anschalte und so. Und so weit möchte ich mich da nicht eindenken, weißt du? Ich will einfach zocken. Schauen wir mal, wie es wird. Jetzt haben wir den Wagen draußen beladen, oder? Dann können wir den reinholen. La 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 la. La 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 la. Ja, wenn ich zu viel über alles nachdenken muss, dann verliere ich den Flair, weißt du, den Touch, den gewissen. Sag mal, wo habe ich den Wagen hingestellt? Haben wir den jetzt schon reingefahren? Ne, da hinten steht er. So, den holen wir und dann gehen wir hochsprengen. Dann gehen wir hochsprengen, setzen noch die Stämme, die ich runtergeschmissen kriege, rechtzeitig. Und alles andere räume ich ein fürs nächste Mal, ne? Boah, wilde Feier, ihr Alter, ein bisschen frieren kann man doch mal, oder? Nehmen das. Nameless. So. Ah, sehr schön. Hier geht's wieder. Sehr schön. Wie viel haben wir noch? 39, Leute. Ist nicht mehr so viel. Ist echt nicht mehr so viel. Jetzt gehen wir hoch sprengen. Am liebsten wäre mir es natürlich, wenn ich irgendwo sprengen könnte. Sagen wir mal hier so, weißt du? Guck dir das an. Das wird super. Das wird super. Das ist jetzt alles so weit weg. Das ist ja ein ewig langer Laufweg dann. Mal da hinten noch kurz gucken. Ne, wir kommen nicht drum rum. Wir müssen. Jetzt sind wir halt bald schon an der ersten Hütte, ne? Wisst ihr was? Wir lassen die nachwachsen. Wir sprengen beim nächsten Mal. Wir machen jetzt noch gemütlich die von Hand hier. Das ist auch für unsere Stärke gut. Dann kommen wir noch ein bisschen weiter. Und beim nächsten Mal bauen wir die Plattform fertig. Oder ich mache die schon fertig. Vor der nächsten Runde sind ja nicht mehr viele Hölzer. Und wir fangen dann direkt an, die Treppe einzuzeichnen, beziehungsweise zu setzen, dass wir auch mal hochkommen, weißt du? Im Moment kommen wir nämlich nicht mal hoch. Und dann würde ich gerne einen kleinen Ausflug machen, weil so ein bisschen, nicht, dass ich die Action brauche, aber es ist schon ein bisschen öde, so ganz ohne die, weißt du? Dann gehen wir mal rüber in das andere Dorf, über unsere Brücke. Und zumindest ärgern wir sie mal oder sowas. Weil das ist halt schon arg langweilig ohne die. So ein bisschen brauche ich das auch ab und zu mal, ne? Dass ich wieder die Ruhe hier halt genießen kann. Dass ich sie zu schätzen weiß. Es sei denn, meistens, wenn ich so rede, kommen sie ja dann. Das war halt das Schöne unten auch an der Strandbude, weißt du? Wo wir die Fallen dann oben hatten. Da wussten wir immer, wenn sie kommen, können wir ein, zwei abhängen, kochen.
Knöcheln rausholen, Rüstung bauen. Es war immer irgendwie cool. So habe ich, vielleicht haben wir ja das Glück und es passiert hier irgendwann genauso. So kontrollierter Feindkontakt, das ist so meine Welt. So, Alter, das schmeißt die noch runter. Jetzt haben wir auch nicht mehr so viel Zeit, ne? Den schmeißt du auch noch runter. Ja, komm, einen säbel mal rum, den da. Lalala. Also ihr wisst, was ich meine, ne? Das machen wir vielleicht einfach, dass wir sie drüben mal ein bisschen ärgern gehen. Auf der anderen Seite, da kann ich nämlich dann auch Aloe Vera nachholen und ein paar Blumen für Energiemixe. Dann bauen wir hier wieder ein Stück weiter und dann pendeln wir tatsächlich mal die Axt holen. Hey, Feinkontakt hier, gell? Das wäre schon mal jetzt irgendwann nicht schlecht und so. Kriegt er direkt die Buchs voll. Danke. Ich dachte schon. Ey, guck mal, jetzt fehlt uns nicht mehr viel. Dann haben wir hier eine riesen Plattform schon mal. Eigentlich habe ich voll Bock, einen jetzt von denen zu ärgern. Aber die lassen uns hier in Ruhe. Ist der Hammer. Vielleicht sollte ich es aber auch so lassen. Wenn ich es jetzt rausprovoziere. Keine Ahnung. Aber wie man es macht, macht man es ja immer irgendwie falsch, weißt du? Haben wir hier noch Bäume? War das alles? Ne, hier liegen noch welche. So. Da sind wir jetzt praktisch am Ende. 26 Stück fehlen noch. Guck dir das an, Alterle. Hier unten drunter, hier will ich eine Erhöhung hinbauen. Hier ungefähr. Können wir ja schon mal spaßhalber so ein bisschen anzeichnen. Lass mich mal ganz kurz hineinschauen ins Büchle. Weil die Ideen kommen jetzt tatsächlich, ne? So langsam tut sich da was. Custom Floor ist es nicht, ne? Was war denn eigentlich der Custom Floor? Was war denn der Custom Floor? Ach, das war nur so ein Stückle Ding, ne? Das braucht man nicht. Nee, nee, wenn, dann würde ich sagen, wir setzen auch hier eine kleine Foundation. Später, also innen rein, ungefähr in der Höhe. So habe ich mir das gedacht. Nee, warte mal. Ungefähr in der Höhe, dass wir nicht zu so viele Treppen brauchen. Dann würde ich das hier rüberziehen. Einfach, dass wir uns ein bisschen spielen können, weißt du? Dann bis hier. Ja, dann ungefähr bis hier. Dann wieder rüber. Das braucht dabei jetzt auch nochmal einen Haufen Hölzer gleich bestimmt, oder? Ich reiße es wieder ab dann. Ich will es nur mal sehen. So, pass auf. Dann machen wir hier die Gerade rein. Es soll ja auch schön sein hier, ne? Wenn Timmy mal irgendwann dann da ist. Ja, ungefähr. Ich will es nur mal kurz grob sehen. Ich mach's gleich wieder weg. So. Ey, die braucht gar nicht so viel. Guck mal. Dann hätten wir hier eine Erhöhung. Da machen wir uns schöne Regale drauf. Eine kleine Treppe. Dann haben wir auch innen drin den Platz schön genutzt. Weißt du, ein bisschen Räumlichkeit verliehen. Dann parkt man hier schön die Wegen. Hier drüben können wir dann auch noch ein paar Sachen aufsetzen. Alles klar. Ja, doch, lass es uns mal ein bisschen größer und schöner machen. Alter, ist das ein Riesenhanger, oder? Und es ist halt verdammt ruhig hier. Ich guck mal noch wenigstens den Strand runter. Nicht, dass ich den Modus. Ich muss mal gucken, Alter, nicht, dass ich jetzt umgeschalten habe, weißt du? Ich will ja nicht kämpfen jetzt, ich will nur mal einen sehen. Hier ist also schon einer gelaufen. Heute nicht. Nur Hasen. Gibt's das? Gibt's denn so viel Elend? Der Voucher findet kein Feind. Alter. Nameless! Wer hat denn das hier gebaut? Was war denn das wieder für ein Fachmann? Sind hier Feinde? Hallo? Ich will sie nur sehen. Ich will ja nur sehen, ob es die noch gibt hier. Da steht eine Bank. Alter Lagerplatz. Reh. Da hinten sind sie tatsächlich. Seht ihr sie? Da ist auch ein Amsi dabei. Ja, sie sind noch da. Hier gruscheln die also jetzt rum in dem Spiel. Oh. Digga, renn! Tatsächlich, jetzt haben wir sie tatsächlich dann doch gefunden. Voucher geht erstmal. Jetzt habe ich ihnen auch noch gleich gezeigt, wo wir wohnen. Also jetzt ist alles super. Jetzt hast du es toll gemacht, Voucher. Alter. Ah ne, sie haben abgelassen. Glaube ich. Alter, das sind zwei große gewesen. Okay, also das wird schon noch. Ich brauche mich da, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, oder? Was meint ihr? Das wird früher oder später hier schon noch gut knallen, ich wette.
So. Wieder zurückgezogen. Alles klar, Leute, dann sehen wir uns übermorgen wieder. Ich guck mal, dass ich das Teil hier fertig gebastelt kriege, dass wir weitermachen können, ne? So, war eine ruhige Runde heute. Schön, dass ihr dabei wart. Wünsche euch ein tolles Wochenende. Genießt die freien Tage noch. Wir sehen uns am Montag. Bis dann.